Sean Uden. Zij kennen de vrienden Blauwekker van KMMA. Svetozar Mano. Mano. Guter Kick von Erkan. Ja, wild, aber guter Konter von Erkan. Guter Konter. Ja, das ist aber wild. Das ist ja nicht beim Ringen. Er ja, wird auch direkt ermahnt mit dem Kick, aber jetzt Svetozar pusht ihn in die Ecke. Oh, starker Haken von Erkan. Starker Haken. Den hat Svetozar gespürt, versucht direkt hinterher zu gehen an die Milz, aber Svetozar steht. Aber Erkan hat jetzt natürlich hier Blut geleckt. Aber. Svetozar trifft hier auch, aber die starken Schläge von Erkan. Starker Haken. Zwei starke Haken und ein Knie hinterher von Erkan. Hier geht's zur Sache. Svetozar aber immer nach vorne, immer nach vorne. Starke Rechte von Svetozar jetzt. Aber was macht Erkan da? Springt hier rein wie beim Ringen. Ist ein bisschen unsauber. Boah, wieder ein starker Schwinger. Den müsste Svetozar eigentlich aus 3 Kilometern Entfernung sehen. Und gute Rechte durch von Svetozar. Ah, gute Runde von beiden. Erkan hat hier mal ordentlich was vorgelegt. Zwei schwere Treffer gelandet. Svetozar hat aber weitergemacht, hat sich nicht unterkriegen lassen und hat dann auch mal eine ordentliche Rechte gezündet. Bin gespannt, wie es weitergeht. Er kann hier nochmal Anweisungen bekommen. Beide wild, ein bisschen ungestüm, beginnt die Runde. Aber Erkan pusht sich durch. Manchmal noch ein bisschen mehr geschoben. Oh, starke Rechte von... Starke Rechte hier von Svetozar. Aber auch die linke von Erkan kommt jetzt wieder durch. Ja, die Chaps sind ein bisschen geschoben aus. Aber er hat natürlich auch eine Distanz zu überbrücken. Aber die tun weh. Guter rechter Kick. Jetzt ist hier richtig Stimmung in der Halle. Starke. Das sind Schwinger hier von Erkan. Aber jetzt auch die rechte von Svetozar. Die schenken sich beide nichts. Direkt ein Knie hinterher. Jetzt Svetozar. Erkan unter Bedrängnis. Rettet sich in den Clinch. Erkan hat hier einen Cut am Auge, wenn ich das richtig sehe. Erkan rein und jetzt ein linker Haken für Erkan. Steht aber direkt wieder auf und wieder die linke von Svetozar. Wieder die linke, die platziert er gerade gut und eine starke Rechte. Aber er hört nicht auf, als die Glocke geläutet hat. Hui, jetzt ging es nochmal richtig zur Sache. Svetozar hier mit guten Treffern. Erkan wirkte teilweise ein bisschen angeschlagen. Richtig ordentlich in der Bedrängnis gekommen. Und letzte Runde.
Jetzt kommt es auch natürlich auf die Kondition an. Wer hält durch? Wer kann nochmal Tempo machen? Beide legen schon wieder los, aber sehr, sehr wild und ungestüm. Wow, und jetzt hier eine linke durch von Erkan. Und wieder die linke von Erkan. Die bekommt Svetoslav nicht verteidigt. Erkan jetzt angefeuert vom Publikum. Wieder die linke. Macht Druck, aber Svetoslav wieder eine rechte hinterher. Und jetzt Erkan unter Bedrängnis. Zurück in die Ecke. Hier ist richtig Tempo drin. Wieder eine rechte von Erkan. Aber Svetoslav direkt mit dem Knie hinterher. Ja, man merkt, bei beiden geht jetzt die Kraft so langsam zur Neige. Erkan hat die Deckung nur noch unten. Und der rechte Schwinger verfehlt das Ziel. Das kostet natürlich auch Kraft. Ja, das Tempo wird langsamer. Kräfte sind niedrig. Erkan mit extremen Schwingern, die er nicht platzieren kann, die nur Kraft kosten. Aber jetzt... Das war's. War auch eine ausgeglichene dritte Runde. Ich bin gespannt, wie die Ringrichter entscheiden. Der erste offizielle Urteil ist Sieger nach Punkten. Der Kampf aus der roten Ecke. Erkan Can-Güler. Da haben sich die klaren, harten Treffer bezahlt gemacht.